Filmst du? Scheiße. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Die angekündigte Tour von gestern Abend scheint tatsächlich stattzufinden und wahre Freunde wecken einen immer etwas zu spät, sodass man im vollen Stress ist. Seht ihr, wer sein Tellerchen schon abgespült hat und wer es gerade erst aufgefüllt hat. Und wer mittendrin ist. Ja, aber der Frühstückstisch, der passt nicht aus. Der ist mega. Ja. Richtig gut. So, jetzt bleibt keine Zeit mehr für weitere Aufnahmen. Nach dem Frühstück gibt es wie gewohnt auch Zähneputzen. Nur ich bin natürlich zu hinterher, weil mich ja niemand geweckt hat. Hä? Schönes Badezimmer. Ne? Mhm. Wow. Mhm. Ah, wir füllen Wasser auf. Vielleicht möchte mich der Martin schon abhärten, weil der Regen kommt heute. Wir hoffen nur nicht mitten auf der Tour. Und wir haben einen neuen Freund entdeckt. Hallo kleiner Freund. Oh. Sie hat uns gesagt, dass sie eine gute Campingkarte wäre. Schnell noch eine kleine Aufnahme vom Hochradl, bevor die Linse verregnet ist, weil es dröppelt nämlich schon leicht. Aber eine kleine Runde wollen wir auf jeden Fall machen. Und wenn alles gut geht, wird die sogar richtig imposant. Letztes Mal haben Martin und Vicky hier Steinböcke gesehen. Ihr seht schon richtig, da liegt auch kein Filter drüber. Wenn das Wetter noch hält, werden wir hier vielleicht nachher reinspringen. Oder? Yes. Am liebsten. Wenn es nur so schön ist, danach ins Wissen nicht. Der Martin trainiert schon fürs E-Biken. Hey, seht ihr, was ich sehe? Sonne! Yeah! Unglaublich! Hoffen wir, es hält noch ein bisschen. Das wäre ja schon zu geil. Patoko heißt das, was wir heute fahren. Und Martin und Vicky sind so begeistert. Die sagen, das ist die beste Tour, die sie hier je gefahren sind. Ich selber kenne es noch gar nicht. Von dem her, wow, Daumen drücken, dass wir es ohne Regen oben erwischen, weil das ist natürlich schon vielleicht Gold wert. Sogar der Monte Yama aus. Das war dann der Gipfel. Der ist dann natürlich schon krass. Schauen wir mal, wie es wieder heute. Schaut euch einfach die epische Straße an. So krass. Hier geht es wieder raus aus der Galerie. Aber da vorne kommt schon die nächste. Mr. Wheelie neuerdings. Früher war es ja nur Mr. Hinterrad versetzen. Yeah, wow! Und auch hierauf haben wir schon wieder eine ordentliche Steigung. Aber es passt. Wir wollen ja Höhenmeter machen, damit wir dann Trail fahren können. Ich weiß nicht, ob man das Geräusch auf dem Video so krass hört wie hier, aber jetzt hört man richtig, wie es Vollgas loslegt zu regnen. Naja. Wir haben gewusst, dass wir heute das Risiko eingehen. Da haben wir es auch schon. Patoko. Stazione di Chiusa Forte. Und den Schauer haben wir auch schon wieder hinter uns gelassen. Sehr geil. Diesmal gibt es eine etwas andere Aussicht als gewohnt. Auf ein süßes kleines Dörfchen. Ja, Traum. Wahnsinn, ja. Da wo die Welt in Ordnung ist. Der Trail folgt. Musik.
Damit rollen wir auch direkt zurück zu den Autos. Den Trail haben wir super hinter uns gebracht. Ihr habt gesehen, wie geil der war. Brutal. Einfach nur mega. Das waren gerade mal gute 600 Höhenmeter Uphill. Und dafür war es wirklich eine endlose Trail-Gaudi. Jetzt ist es erst 8:45 in der Früh. Wir sind extra früh aufgestanden, eben wegen dem Wetter. Bis jetzt hat alles gut geklappt. Und ja, in Steinbock hat der Martin gesehen. Wir haben ihn leider nicht drauf gekriegt. Aber gut, zwei Steinböcke seht ihr ja immer. Und einen Krebs. Und ja. Krebs, oder? Und Krebs, hallo. Und ja, jetzt geht's mal zum Baden, damit wir nicht so müffeln. Und dann schauen wir mal, was uns der Tag noch bringen wird. Wir nehmen euch einfach. Mücken sind viel bei euch rum. Ja, weil wir halt hier, gell? So, jetzt sind wir im Café gelandet, denn es regnet schon. Das ist übrigens wieder der Bahnhof Chiusa Forte. Diesmal allerdings zu Fuß. Und nicht mit dem Radl. Der Kuchen schmeckt aber trotzdem. Und der Kaffee auch. Und der Kaffee auch, das stimmt. Nicht, dass ihr denkt, wir lassen uns von drei Tröpfchen Regen verscheuchen, aber heute ist auch mal so ganz gemütlich. Wir werden sicher noch einiges zu tun finden. Ah, fein, haben wir Kuchen. Jetzt ist gerade wieder Videoschneiden angesagt und draußen schüttet's. Naja, was soll's. Vielleicht geht's nachher noch ins Museum. Und Essen gibt's natürlich auch. Fast wie auf dem Berg bei uns.
nur eben nicht auf dem Berg. E-Bike Docking Station, mit das. Ja. Schmeckt aber auch so gut. Fast so gut. Ja. Dafür habe ich was dabei, was ich nicht mitnehmen würde auf den Berg. Ja. Gehfotos lasse ich euch ganz bewusst hier drin im Video, denn im Moment sieht alles so idyllisch aus und später kommt es ganz anders, leider. Wie versprochen, ab geht's ins Museum. Wer kennt die Kirche noch von unserem, ja nicht letzten, aber von einem unserer letzten Videos auf dem kleinen Tal, haben wir hier schon geparkt. Aber heute hat es eindeutig Museumswetter. Ja. Obwohl, zuerst hat es auch Museumswetter gehabt, freilich Museum am kleinen Ball. Ja, stimmt. Ja. Und so plant der Martin seine Radeltour. Das ist richtig. Das Museum ist wirklich krass beeindruckend mit sehr vielen Stücken aus der damaligen Zeit, aber auch mit einigen Fotos. Ich mag die Fotos besonders gern. Irgendwie kann man sich das dann einfach viel besser nochmal vorstellen, wie das damals wirklich gewesen sein muss und auch wie das eben damals ausgesehen hat. Denn 100 Jahre später, auch wenn man in diesen Freilichtmuseen ganz schön viel sieht, kann man sich das teilweise trotzdem nicht mehr so richtig vorstellen, finde ich. Und so ein Foto sagt manchmal mehr als alles andere, zumindest für mich. Und ja, hier sieht man eben auch, was die alles so dabei hatten. Zum Teil noch mit Schwertern, aber doch auch schon mit Handgranaten. Ja, einfach nur krass. Die Gasmasken finde ich am allerschlimmsten. Ich meine, das weiß ja wahrscheinlich jeder, dass im Ersten Weltkrieg gerade hinten raus leider so einiges mit Giftgas passiert ist und die sehen echt gruselig aus. Ja, Giftgas an sich wohl eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Gerade die Bergausrüstung und zum Beispiel jetzt hier die Schneeschuhe sind für uns besonders interessant. Da sieht man einfach, was sich in der Zeit so alles entwickelt hat. Und ja, über den Stacheldraht brauchen wir auch nicht reden. Wer mal versucht hat, Stacheldraht zu spannen, der weiß, wie widerspenstig der ist. Und einfach nur mit Händen und der Zange im Stress. Ich meine, klar, betrachtet mit dem, was danach noch alles passiert ist, wahrscheinlich am wenigsten schlimm, aber schon alleine das. Also es ist schon wirklich einfach, das drückt so richtig die Stimmung, finde ich, hier auch, wo man die Essensausgaben sieht im Ersten Weltkrieg. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass dieses Kind dann im Zweiten Weltkrieg im schlimmsten Fall kämpfen musste. Also halt so richtig, hoffentlich gehen wir in eine bessere Zukunft mit weniger kriegerischen Auseinandersetzungen. Mehr kann man da ja gar nicht dazu sagen. Der Martin inspiziert gerade das Radl vom Zweiten Weltkrieg, ist das jetzt allerdings? Ich glaube schon, jetzt hat er, ja. Ja, oben ist der Zweite. Ja, das hat schon eine Federung vorne. So eine ähnliche gibt es ja jetzt teilweise sogar wieder. Und hinten hat es ja, auch einen Dämpfer. Ja. Und damit es flexen kann, hat es bei der Streben einfach eine Aufnahme gekriegt, wo es steuerwach ist. Stimmt. Damit kein Lager kaputt wird. Echt interessant, oder? Hammer, oder? Mhm. Und da hat es klappen können, wenn ich den Rucksack mitnehmen kann. So, wieder draußen und erstmal wieder genug Geschichte. Ein Café haben wir auch schon wieder entdeckt. Ja. Naja, gut, das ist eigentlich schon unser Stammlokal sozusagen. Gibt kein Schweizer Foto, das sind so. Echt, oder? Jetzt sind wir auf Bunkertour. Dementsprechend habe ich meine Bekleidung farblich angepasst. Wo sieht man ihn denn? Hä? Das ist auf jeden Fall der Aufgang. Und da ist der Bunker. Hier wird jetzt erstmal der Weg frei gemacht. Vicky erfreut sich daran. Wir versuchen es jetzt so. Die Axt hat wenig gebracht. Das ist echt alles voller Dornen. Wir haben uns schon ganz schön weit durchgearbeitet. Wir haben jetzt auch gute Aussicht auf den Bach. Aber im Bunker sind wir leider noch nicht. Einer von uns freut sich jetzt, denn der Eingang ist gefunden. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich jetzt wohl freut. Martin oder ich? Au! Au, au, au! Gehen wir weiter, oder?
Siehst du etwas? Ja, schon. Super. Wow. Richtig gut, oder? Ich hasse Bunk. Dann schwimmen wir jetzt da oben, lass uns mal ganz da unten links. Man weiß es. Jetzt ja Fotos gemacht, weil wir haben noch keine Bunkerfotos. Und die schauen ja auch alle anders aus. Ja, das ist. Man weiß es. Verarsche aus dem Wortler, das zu hören. Für die Unluft. Da war Hochwasser, da hat es den Bach reingedrückt. Juhu, gut, dass es jetzt regnet. Und auf eine Spinne. Hör auf, das ist nicht lustig. Die Lagerstätten, Glühbirne und Schalter und Türen. Macht die Türen nie zu hinter euch. Wenn es nicht mehr aufgehen, dann muss das. Da sind sogar noch die Sicherungen drin und hier ist die Maschinengewehrschalte. Stimmt. Krass. Erzähl uns was. Wenn man sich denkt, dass das mit der Hand ausgeschlagen worden ist, oder? Ein paar Papiers aus der Familie. Das ist aber jetzt vom Zweiten Weltkrieg. Das ist der Zweite Weltkrieg, ja. Dementsprechend sind die auch noch ein bisschen besser beieinander. Genau, noch tief bis 95. Das Mussolini-Anlagen und die hat man dann aktiviert. Und da sehe ich zum Beispiel die ganze Mannschaft zum Verfügung. Mit der ganzen Umluft. Krass, oder? Da sieht man, welche Luftzeit man das hat. Ja. Da steckt sogar der Schlüssel da oben. Mhm, stimmt. Die braucht jetzt auch keiner mehr. Na. Jetzt sind wir nach oben gegangen. Jetzt sind wir im ersten Gestock quasi. Vorher waren wir dann sozusagen im Keller. Da ist die Elektronik drin noch. Für mich schaut das alles gleich aus. Ich weiß nicht, wie das so für euch ist. Wahrscheinlich heißt es dann, ich bin ein Bunkerbanause. Aber ja, damit kann ich leben. Yeah! Juhu, aber es müffelt nicht. War lang gar nicht mehr da. Mittlerweile sind wir, glaube ich, im 10. Stock gefühlt. Ja. Aber im 3. tatsächlich, es geht rauf und rauf und rauf. Die Luft wird ein bisschen wärmer. Ja, es hat jetzt ein Tropenklima. Ja. Was ist das? Ich schaue mal. Oh, es hört gar nicht mehr auf. Maschinen. Ja. Du musst von da. Bisschen enge passt du noch mit den Eisen. Teilweise sind in den Bunkern U-Boot-Türen eingebaut. Ja. Warum? Als Druckluft-Tür, damit sie ganz dicht durchlässt. Was sagt ihr für Maschinen, wer der hat? 7. Ja. Und der hat 2 Ausgänge? Ja, eigentlich 5. M5 steht da. Nee, M7 steht da. Das ist dann oben drüber. Ja. Na, da oben ist der Panzerkuppel wahrscheinlich. Da ist eine Panzerkuppel, der Ausgang steht hier angeschrieben. Ja. Wo steht da? Aufpassen bei so Sachen, die was rustig sind, dass man die nicht mehr benutzt, wenn er fest zusammenbricht. 6. Wir schauen, wo wir jetzt rauskommen würden. Ausgang inspizieren finde ich in Ordnung. Da ja. Sind wir ganz oben bei den Felswänden schon hinten. Das wird da sein, wo der Aufgang war. Ja, geil. Seht ihr, wie krass es da runter geht? Wie schnell ich weg bin. Nee, so schnell bist du auch wieder nicht weg. Ich lasse dich nicht alleine gehen. Kein Bock hier alleine zu sein. Aber es ist ein ruhiger Ort.
Hier drin ist es so wohnlich, dass ich nicht mal Spinnen niederlassen. Das ist zwar einerseits irgendwie angenehm, aber andererseits echt gruselig. So schlimm ist es nicht. Oh doch, raus mit uns, komm. Und wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, kommt dieses Ding hier daher. Aber jetzt sind wir dem Ausgang nahe. Juhu! Damit ich auch ja nicht raus darf, muss er jetzt noch die Kamera packen. Ich davon rausgehen. Wäre ja sonst alles viel zu kalt. Hier Hinterausgang. Wir erkunden gerade unseren Schlafplatz für die Nacht. Und da hinten ist ein geiler Gumpen. Auch wenn der Martin sagt, der ist ja noch nichts. Da kommt schon noch einer daher. Nichts drüberbleiben auf dem Apparat, auf der Weisheit. Nach dem Bunker müssen die Kräfte wieder neu befüllt werden. Und dementsprechend gibt es jetzt erstmal was zum Essen. Das Tolle an der Bunker da ist ja, dass man durch die Höhenmeter, was in den Bunker geht, da ist immer was Mühe. Ja, klar. Ich schätze, gefühlt haben wir 17.000 Höhenmeter drin. Das stimmt, sehr steil. Du hast Radl drin auf und nie davon. Also in der Bunker ist ein Radlverbot, ist mir verboten. Ja, das stimmt auch. Nur Engwer. Engwer, aber es geht. Mahlzeit erstmal. Leidl, wir hocken seit gut in einer Stunde da. Ich habe das dritte Punta Inno, oder wie das heißt, Punta Rossa. Und die Bett hat immer noch den Topf, schaut sich den einmal vor, aus Vogelperspektive. Das ist ein Topf. Wie schmeckt er da? Das war schlecht viel. Dein Statement, Schatz? Sehr gut. Sehr gut. Aber ich habe Kratzen, aber ist sehr gut. Es ist Wahnsinn, es ist echt mega. Sehr gut. Wie ihr ja wisst, hatten Martin und Vicky echt Pech mit den ganzen Autos. Und jetzt ist auch noch eingebrochen worden zu einem Überfluss. Wir hatten nie irgendwelche Probleme. Und ja, wir kommen gerade zurück. Die sind voll am Ende. Die ganzen Objektive sind geklaut worden. Das ist absolut alles weg. Die komplette Fotoausrüstung ist einfach nur weg. Alle sind jetzt am Heulen. Mir tut es so leid. Wir wissen nicht mehr recht, was wir jetzt machen sollen im Moment. Scheiße. Das Krasseste ist einfach, dass sonst alles da ist. Die Schuhe sind unberührt, hier ist einfach komplett aufgebrochen. Alles ist weg, Martins Bike-Rucksack ist weg und der Fotoscout mit der kompletten Ausrüstung. Also ein richtig krass hoher Wert und die Bikes sind zum Beispiel komplett unberührt, also die, wie wenn sie es gewusst hätten. Regen, ich hätte es nur wissen müssen, Regen in Italien. Im Regen macht die Gaune rein. Mittlerweile ist schon der nächste Tag und wir sind nochmal bei uns eine Kleinigkeit gebiked, weil gestern ging es dann noch zurück nach dem Schreck. Also wir waren dann noch ewig lang bei der Polizei. War ja genau die Polizei und das Problem war dann die Scheiben abdichten. Zuerst mit Plastik haben wir gedacht, aber das kannst du dann auch vergessen, wenn wir Handtuch am Tag reingespannt. Und dann ist ja alles einmal klar geworden, was in die Rucksäcke war. Also das ganze Zusammensuchen ist natürlich ein Problem, weil da war wirklich alles drinnen. Und Gott sei Dank ist es mehr kaputt geworden, haben wir gesagt. Mhm. Weil, ja. Aber alles heißt halt in dem Fall jetzt wirklich mehrere alles. Objektive, die ganzen genau. Speicherkarten, genau. Hochleistungsakkus. Fernbedienungen, die zwei. Gott sei Dank habe ich die Bodies nicht drin gehabt. Da sind wir echt froh. Und der Bike-Rucksack war zwar alt, aber ich habe so viel Spezialwerkzeug nachgekauft gehabt für die ganzen Immos und alles. Und das ist natürlich jetzt auch alles leider daher. Ja, und was halt auch krass ist, wir haben dann festgestellt bei der Polizei, da hätte er fast nochmal weinen angefangen. Und ich kann das so gut nachvollziehen, aber auch die Erinnerung. Also zum einen ist es halt einfach das Geld für die Kamerasachen, genau. Klar, und das Zusammensuchen. Da sind sicher um die 5.000 Euro weg in Summe, leider. Ihr wisst ja, die Ausrüstung ist echt scheiße ist teuer. Rucksack. Aber halt auch die Erinnerungen, genau. Die dran stecken, das ist genau. Wirklich beides so beschissen. Die Zeit, ich sage jetzt, wenn eine Ware ist, was ich kaufen kann, irgendwo im Laden, und sage ich, okay, dann arbeite ich das Geld wieder ein und kaufe es halt. Aber das ist halt einfach das Problem, wenn man das so zusammenzimmert und für sich und die Objektive neu eingestellt auf dem Body und alles. Und das ist jetzt echt sowas für ärgerlich. Und wir haben nur so oft gesagt, ey, wir fahren zurück in die Lampen und es waren so viele Ungereinheiten an dem Tag. Und es war wirklich total utopisch. Also das Fahrzeug ist in Resiuta am Bahnhof gestanden. Neben dem Alpe Adria Radweg, da sind immer Leute durchgekommen und war irgendwer da, weil es hat dann aber geregnet und nicht geregnet. Und ich habe also nie eine Sekunde, dass ich dachte, das ist jetzt ein Problem oder so. Ja, wir oder? Haben ja noch gemütlich Abend gegessen, das haben wir euch ja noch gefilmt. Wahnsinn. Und dann kommst du zum Auto und
baff einfach. In dem Moment denkst du echt, also ich hab gedacht, wow, krass, Scheiben ist kaputt und er hat weg müssen, weil es war nicht so wirklich alles durchgewühlt. Und wo dann siehst du, dass die Sachen weg sind, da hast du dann echt gedacht, boah, schlecht. Ja. In dem Moment fällt einfach voll die Fassung. Du musst aufpassen, also wenn ich den erwische, gebe ich mir schon gedacht, wenn ich da vorstelle, dann wäre ich wahrscheinlich im Hefunk und dann mache ich auch einfach einen Knastreport. Knastfrühleiting, den es lege, gell? Ja, also das lasse ich aber nicht zu. Den, was ich. Wir wollen nämlich keinen Knastreport. Hey. Also, das ist jetzt keine Drohung, das ist eine Feststellung. Den, was das gemacht hat, den hole ich mir. Also, wenn ich den irgendwo erwische, da ist Schicht im Schachtel. Also, es ist, ich sage jetzt, so Sachen stellen, okay, auch wenn es an Tricke geht, und aber gewisse Sachen, auch wenn es ein Gauner bist, ist halt einfach, ich weiß ja nicht. Also, das ist, weiß ich nicht, das ist einfach ein Wasserzaste, was gibt es so. So Dokumente und so Sachen, weil das ist einfach. Ja, wir haben uns auch gewundert, weil es ist zwar jetzt ein tolles Auto für den Gebrauch, eben, aber trotzdem ist es ja kein neues Auto, kein so richtig teures, kein Angeberauto, kein nichts. Also halt, wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet in dem Fall. Ich habe mir nur gedacht, also was ich mir auch denke, ist, wenn du mit einem teuren Auto fährst, wow, und das längst dann so, Hut ab, also da hast du sicher... Ja, aber das ist halt dann wahrscheinlich wirklich anders versichert. Weil da ist jetzt das Blöde dadurch, dass es eben ein altes und gebrauchtes Auto ist, ist es halt gar nicht versichert. Und auch wenn es versichert ist, ich meine, es ist ja nur der Scherer Zeitwert. Scherer ist ohne Ende. Es ist immer die Scherei und der Zeitwert. Also du kriegst ja immer nur den Zeitwert und die Lauferei kriegst du ja niemals, dieses Unangenehme. Und das ist ja immer ein Problem. Also das sind Sachen und es ist ja die Schwere im Leben, was ist der Wert für einen? Wenn ich einen Hund zusammenfahre mit dem Auto, dann sage ich, es ist ein Hund gewesen und für den anderen war das ja Leben. Und wo wiege ich das auf? Und so ist das ja für uns. Ich meine, wir haben ja viel Spaß dran und halten das ja gern fest. Und das ist halt einfach das Blöde. Gell? Also es ist wirklich, wirklich blöd gelaufen. Ja. Wow. Also ich bin zwar nicht dran dabei. Naja, und bei dem Thema, wenn ihr den Martin jetzt ein bisschen unterstützen wollt, wir haben ja diesen Kaffeekassen-Link unten in der Infobox von den YouTube-Videos. Da könnt ihr einfach schreiben, Unterstützung Kamera oder sowas. Dann kennen wir uns aus und dann gebe ich das natürlich zu 100% an ihn weiter. Dann gibt es da keinen Kaffee für uns drei, sondern dann geht es wirklich einfach in die Fotoausrüstung rein. Weil da wird er jetzt echt mal ein bisschen suchen und wieder einkaufen. Schau ich natürlich, dass ich beim System bleibe. Also ich wechsle nicht durch, ich bleibe beim alten System. Das hat für uns super funktioniert. Und das teuerste Objektiv, die zwei teuersten Objektive, muss ich sagen, habe ich den Reim gehabt. Das eine war auf der Kamera, zusammen dem Filter, in dieser wasserdichten Tasche, da war eine kleine Tasche, die haben wir mitgehabt ins Museum, was ich normal nie mache. Und das eine Objektiv habe ich dann gesagt, das ist ziemlich ähnlich, das brauche ich nicht, das lasse ich daheim. Hm. Gott sei Dank. Also wenn die auch noch drin gewesen wären, plus der Body hat kaum Auslösung, nur um da hättest du durchgedreht. Also das ist furchtbar gewesen. Naja, gestern war es schon mal, da hat er schon gemeint, er lässt jetzt bleiben. Aber das kann man ja auch alles verstehen, weil wenn man das ewig lang zusammensucht. Und vor allem, wenn es dann so Etappen, weil es kommt, zuerst war das Problem bei unserem Auto, wir haben ja da so ein technisches Problem gehabt, was dann kein technisches Problem war, es einfach nur, wie soll ich sagen. Ja, es sah blöd aus, es hat halt schwarz rausgeraucht, sodass man dachte, alles ist hin, aber es war nur. Wohlraum versiegeln und dann fährst du runter in die Gegend, hast eine super Zeit und war echt super gelaufen und keiner hat sich weder, jeder hat frei und jeder hat sich Urlaub genommen und teilt sich das ein, ist ja nicht gleich bei drei Leuten und gibt alles eigentlich. Und dann kommst du vom Restaurant raus und schaust, blauer Himmel, Regen ist vorbei, gehst zum Auto, denkst mir, war cool, dann machen wir noch ein paar Aufnahmen. Einfach weg. Da wäre ich mal im falschen Film. Ja. Aber ja, ist menschlich. Nichts helfen. Ja. Besser so, als wie irgendjemandem passiert was. Direkt eben. Material ist nicht material, ist schon klar, wir sind einfach für Erinnerung und für Zeit leider. Ja. Naja, damit schließen wir das jetzt mal ab und wir hoffen, wir sind bald wieder unterwegs mit Ausrüstung, sodass wir euch wieder fleißig mitnehmen. Ich meine, die Videos sind jetzt erstmal nicht betroffen, außer halt ein bisschen die Motivation, was man natürlich auch verstehen kann, klar. Herr Vicky ist so traurig, die ist heute gar nicht mit dabei, wie ihr seht. Die wollte einfach nicht mehr, die hat gesagt, für sie ist das richtig viel, weil sie hat einfach, sie ist mit denen halt irgendwie aufgewachsen. Und so jung dazu gekommen und sie sagt halt, für sie ist halt diese Aufnahme, ist für sie, ihr gefallen die so gut. Und wenn das jetzt weg ist, an denen ist, sie hängen an die Sachen halt stark, das tut ja so schlecht und so schier, sie will gar nicht auf den Berg. Und das heißt auch was bei der Wiki. Ja. Ja, ich bin jetzt trotzdem gefahren, ich habe meinen Kopf frei machen müssen und kleine Hautrunde einfach. Ja, wir fahren immer. Genau. Also in echt egal was passiert, Martin und ich, wir fahren immer, immer. Wir wissen gar nicht, was wir sonst machen sollen. Ich werde dann Auto saugen gehen, die ganzen Scherben einmal rausbringen. Es geht ja die Hälfte noch nicht, weil es überall Scherben verklemmt sind. Probiert das Auto saugen einmal dementsprechend und dann eine Seitenscheibenwagen besorgen. Ja. So geht's weiter. Naja, bleibt dabei. Danke für die Unterstützung, so oder so. Und wir legen schon wieder nach. So ist es. So schnell sind wir nicht zum Stoppen. Tschüss. Ciao.